Da sind wir wieder und willkommen zurück in Outer Worlds. Wir sind auf dem Weg zu den unteren Decks. Ich habe auf dem Weg gerade noch einmal schnell ein Kopfgeld mitgenommen, vorne bei der Security. Hatten wir vergessen. Und wir gehen hier direkt zu den unteren Buchten. Hey McRed, were you expecting any company? So. Mit dem können wir nicht reden. Also, können wir schon, aber wir haben kein Überreden. Der braucht 50 Überreden oder sowas, glaube ich. Damit wir einfach so an ihm vorbeikommen können. Wobei wir es eigentlich mal probieren können. Ach, ich muss was trinken. Verdammt. Neighbor from a... Hä? Das war doch ein Zero-G-Brew. Och, Zero-G-Brew ist der Alkohol. Energy-Brew ist das. Love approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Here we go! Gotta get down! Right there! Ja, okay, ich hab vergessen, ihn umzubauen, dass er nicht sofort angreifen soll. Den Wicker brauche ich, der gibt Wissenschaftsplus, glaube ich. So, defensiv. Mach nur was, wenn ich sage, dass du was machen sollst. Alter, ich brauche Rüstung. Wie sagt mir das? Da ist was zu essen mit drin. Getroffen. Hätte ich vielleicht doch mit dem reden können? Ich weiß es nicht mehr. Hat er mich echt gesehen? Alter, du hast nichts gesehen. Wir sitzen hier. Alter. So. McRats Feuerzeug. Und Montag.
Danke fürs Tanken, Parvati. Wie der mich da jetzt gesehen hat, weiß ich aber auch nicht. Können die anderen sehen? Kann das vielleicht sein? Those color. Maybe this is outflow pipes. So, oben sind welche. Wir gehen einmal durch. Würde ich sagen. Cozy, genau. War das nicht hier? Warte mal. Da. Oben. Oh. 4. Okay, ich mache erstmal oben die, damit ich sehe, wie viele unten drin sind. Hey. Verschläge. Nice. Ich muss euch unbedingt schwere Rüstungen besorgen. Also noch eine schwere Rüstung muss ich besorgen. Drei Stück sind unten. Ist das vielleicht was, wo wir runterkommen? Schön in der Ecke und das dann wegsnipen? Natürlich nicht. Grummel. Was ist denn mit dir los? So. Ich würde jetzt aber, glaube ich, die Quest gerade mal abgeben und speichern. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Die 5 Minuten haben wir ja. Beziehungsweise können wir es ja direkt abgeben hier vorne. This is Halcyon News. You've returned, and in one piece.
Color me impressed. Ich habe die Teile für die Kühlkörper. Was jetzt? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Definiere klein. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators and here we are. Mit denen werde ich schon fertig. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Ja, Feuer ist, ne? So. Die Kleinen sollten ja eigentlich nicht wirklich viel Schaden machen oder sowas. Ich will mal den Shrinkray probieren. Ist der irgendwie Close Combat oder sowas? Und Feuerwaffen. Spezialeffekt Schwächung. The controls are in the back of the machinery shaft area. Keep clear of the radiator. You don't need to kill the mantipillars, but I'd be mighty grateful if you did. I've got this thing about giant insects. Entschuldigung. Das eine Ding hat mich jetzt geblendet, wirklich. Okay, irgendwas mit sneak past them oder shoot. I can fix them later. Warum hier gerade keine? Understood. I'll keep my head down. Können wir reparieren? Haben wir da vorne? Security Bots. Vorbeischleichen oder zerstören. Okay. Jetzt habe ich's verstanden. Sorry, die geben XP. Oh, den wird sie nicht mehr fixen können, glaube ich. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich wusste gar nicht, dass da eine Treppe hoch ist. Jetzt weiß ich es. Ciao. Thank you.
Einmal dich und Apfelsaft. Okay, nee, das bringt nichts. Da war gar keine Treppe, da war noch ein Bot. Hier ist die Leiter. Wieso sieht er uns? Nice. Mädels, zu mir. Way. Die Mitarbeiter werden rastlos. Temporäre Notlösungen sind alles, was wir hier haben, damit die Groundbreaker weiterläuft. Meistens können wir ein System nicht wiederherstellen, ohne ein anderes auszuschlachten. Großmutter musste damit klarkommen, also werde ich das auch. Ich kann die Crew zusammenhalten, aber was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin? Herausfinden, ob unsere Unabhängigkeit meinen Tod überdauert, wird die wahre Prüfung für die Groundbreaker sein. Die Wette gehe ich aber nicht ein. Hab ein paar von Chief Gwings alten Plänen gefunden. Die Groundbreaker muss bei der Überfahrt einiges eingesteckt haben, weil sie ihre halbe Karriere damit verbracht hat, sie zu flicken. Die mussten viele Kompromisse eingehen, als die das hier alles gebaut haben. Unter den Dokumenten war auch ein Design für den Hangar, das sich mit keiner meiner Aufzeichnungen deckt. Vielleicht was schon vor langer Zeit abgeschottet wurde, wie Blutzellen, die eine Infektion isolieren. Ich schreibe nicht gerne so sentimentales Zeugs auf, aber jedes Mal, wenn ich eine Schalttafel öffne oder wieder irgendeine Übergangslösung in den Eingeweiden des alten Vogels finde, spüre ich, wie du über mich wachst, Großmutter. So, sehr schön. Na komm schon. Ach, verdammt. Kann ich hoch genug springen? So, nehme ich. Gehen wir gerade nochmal hoch. Jetzt ist da noch nicht mal was drin. Haben wir hier noch irgendwas? Waren wir gewesen. Boing. Archivierte Protokolle und Übertragung, Ankunftsbestätigung. Es ist mir eine Ehre, berichten zu dürfen, dass die Groundbreaker erfolgreich am Lagrange-Punkt angekommen ist, wo wir unsere Fracht bestehend aus Fertighäusern, Siedlern und Vorräten auf den ausgesuchten Kolonialwelten abgesetzt haben. Mögen sie florieren und expandieren. Nun, da Phasen 1 und 2 der Mission abgeschlossen sind, wird meine Familie wie vertraglich vereinbart die Kontrolle über die Groundbreaker übernehmen und das Schiff als unabhängigen Handelsposten, Frachthafen und Reparaturstation betreiben. Ich möchte noch abschließend hinzufügen, dass ich meine Hoffnung und besten Grüße zurück an die Erde schicken möchte. Vor uns liegt eine gewaltige Aufgabe, aber wir werden nie vergessen, was wir zurückgelassen haben.
Einige besonders reiche und geschmacklose Individuen unserer kolonialen Nachbarn haben wohl die falsche Vorstellung davon, weshalb ich uns hier rausgeflogen habe. Bestimmt nicht, um mir ein neunstelliges Blutgeld ausstellen und mir das Logo von Spacer's Choice auf den Arsch tätowieren zu lassen. Ich habe nicht vor, jedes vorbeikommende Schiff um seine letzten Bits zu erleichtern. Die Groundbreaker trägt nicht zum Erfolg oder Misserfolg der Konzerne von Halcyon bei. Punkt. Dies hatte ich vertraglich so festhalten lassen, bevor ich das Schiff überhaupt zum ersten Mal betreten habe. Wenn irgendjemand unsere Unabhängigkeit anzweifeln oder gefährden möchte, wird er es mit einem Tennyson zu tun bekommen. Wir sind ein Familienbetrieb. Auch nachdem der letzte Tennyson ins Gras gebissen hat, wird sich die Groundbreaker noch an uns erinnern und ihre Freiheit mit allen Mitteln verteidigen. Chief Gwyn. Wie auch immer. Giang? Du brauchst unbedingt eine Rüstung. Nur mit dem Helm sieht er so dämlich aus. This is Halcyon News. My boys are returning to Green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Fleuru to sell you our premium meds. Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power. And they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Wie schaffst du es, den Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Du bist wohl kein großer Fan von Udom Bedford. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. You've got my attention. Na gut, auf was. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Warum soll uns die Zeit davon laufen? Musst du irgendwo hin? Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Warum solltet ihr bald offline gehen? Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Dann sollte das Ersatzrelais wohl mal wieder online gebracht werden. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei, the chief. Ich könnte das Relay ansehen, müsste ich nicht offiziell bewilligt werden. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Was machst du denn damit? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Du lässt die Nachrichten von der Erde einfach so im Speicher einer Relaisstation im Orbit vergammeln? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them.
Ich gehe da mal. Sowas. So, machen wir 100. Machen wir 100 mehr. Machen wir 150. Das wären noch 5 Level. Oder ich kann mal überzeugen. Pushen. Ich habe noch keine Wissenschaft. Aber ist wahrscheinlich besser. So, Vorteile. Zehn Dialogfertigkeiten könnten wir eigentlich auch nehmen. Leise Waffen. Kopfschwachstellentreffer. Lauftempo. Leben pro Tötung wiederhergestellt. Na, ich fall so schnell um. 40 Kilo Tragekapazitätsbonus von Begleitern. Ich habe die eigentlich immer dabei. Aber so viel muss ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Ich habe ja schon 50 Kilo bei Design mehr. 123, 130. Aber ich habe auch die ganzen Klamotten dabei. Geschwindigkeit, Crit-Chance, Grundrüstungswert. XP von Begleitertötung. Hatte ich nicht Händler-Ankaufpreise? Weniger Gewicht von Verbrauchsgegenständen. Ja, ich habe sowieso einen Haufen von denen dabei. Ah, direkt mal 20 Kilo weg. Fast. 20 Kilo weg. So, dann haben wir das. Dann können wir den... Da hatten wir gerade einen kleinen FPS-Drops. Kaufgeld abgeben. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe Captain McRed ausgeschaltet und vorher habe ich ihn noch ein wenig verprügelt. I believe I'm growing fond of you, Bounty Hunter. If you got the Mardets backs, the Mardets have got yours. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. What can Groundbreaker Security do for you today? Würde wirklich gerne rein. Yeah, I'm getting that, but this area is off limits. You have done a lot for us, Captain. I'll talk to the Commandant about scheduling a thank you tour for you. Maybe check back in a few days. Okay, das funktioniert. Komm schon, Lee, ich habe schon eine Menge für euch getan. Wieso muss ich warten? All right, I guess. In and out, though. Just try not to do any shady stuff. I'd like to keep my job. Juhu! Und wo war das Terminal-Ding? Just yank the drive, and I'll do the rest. So, habe ich. Festnahme eines Freischaffenden, der ausweichende Antworten über seine Geschäfte gab. Beschlagnahmung seiner Besitztümer, während er auf seine Befragung wartete.
Modifizierte Pistole, Joch, Axt, Metallreifen groß, Gebetsperlen, OWD, verschlossener Behälter, Eigentümer verweigerte Begutachtung. Er floh, bevor wir zur Sache kommen konnten, hat sein Zeug zurückgelassen. Es wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt, was vermutlich nie passieren wird. Sublight hat ein Gebot für eines unserer beschlagnahmten Schiffe abgegeben. Sogar ein ziemlich großzügiges. Verhandle über den üblichen Finderlohn und gib dann Lilia ihren Anteil. Was? Schlägerei in der Lost Hope. Freischaffende gegen Vorstand. Die Freischaffenden haben gewonnen. Habe einen Frachterkapitän mit mehr Bits als Verstand festgenommen. Hawthorns Schiff beschlagnahmt auf Befehl von Udo und Bedford. Immer noch keine Ahnung, warum sich Hawthorne mit dieser Vorstandsschlange abgibt. Ein Kerl aus der hinteren Bucht hat den Mondjungen vermöbelt. Total durchgeknallt. Hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten würde. War unfassbar high von dem Zeug, das McRed dort unten anbaut. Habe eine eidesstattliche Aussage, dass McRed im Rest and Go gesichtet wurde. Nicht, dass irgendwer das bestätigen würde. Erinnerung, Gladys im Auge zu behalten. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir... nicht unbedingt gesehen werden, wenn wir den Scheiß mitnehmen. Ja, ne? Alles gut. Da war vorher nie was gewesen. Außer Spesen. Da ist das Ausweismodul. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holo-Mantel kombinieren kannst. Wenn du das mit dem verbundenen Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getan. Das war das, was ich im Kopf hatte. Ist der Typ immer noch da? Reicht. Ich will nicht noch mehr negativen Shit haben. So, was haben wir jetzt? Wir haben seine Quest gemacht. Du hast ein Level up. Fernkampfschaden. Fernkampfschaden ist gut. Kann er eigentlich gebrauchen. Er ist ja eher der Fernkämpfer. Mit Langwaffe und sowas. Glaube ich. 20% Wissenschaftswaffenschaden. Du kannst Wissenschaftswaffen benutzen. Warte mal, kann ich dir die Dingspistole geben, den Shrink Ray? Kannst du damit was machen? Geht da was? Schadenstyp Plasma. Muss den Waffen auch noch irgendwie Plasma-Schaden geben oder sowas. Jetzt müssen wir, glaube ich, runter von der... Warte, hat auch noch ein Level up. Ich brauche schwere Rüstung. Technik plus 15, Wahrnehmung minus 1. Ha.
Müssen wir mal schauen. So, wir haben... Oh, 35 Minuten, okay. Ich gehe speichern, zerlege Dinge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Liked, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschaußen.